Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich den IKEA mal im Schminktisch aufbauen und somit natürlich auch die Schublade in den Frisiertisch richtig einbauen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal sollten wir alles auspacken und die Bauteile sauber auf den Boden legen, dass wir natürlich auch einen schönen Überblick haben. Danach benötigen wir mal diese 4 Stockschrauben und auch den passenden Schlüssel, der auch mitgeliefert wird. Und die Stockschrauben, die können wir jetzt einfach insgesamt 4-mal hier außen reinschrauben, bis das grobe Gewinde nicht mehr zu sehen ist. Im nächsten Schritt lege ich mir meine beiden Seitenteile einmal so hin, dass diese großen Löcher zueinander zeigen. Und dann können wir auch schon unsere beiden Schienen nämlich richtig montieren. Hierfür diese bitte so hinlegen, dass diese Arme, würde ich mal sagen, auf jeden Fall nach vorne schauen und somit auch diese Löcher wieder zueinander blicken. Und dann muss man eigentlich nur darauf achten, dass wir das Ganze mal so über diese beiden Löcher hier drüber geben, dass wirklich das vorderste Loch auch mit dieser Bohrung übereinstimmt. Und hier hinten müsste dann normalerweise auch das dritte Loch von hinten passen. Und dann geht es darum, dass wir mal diese relativ kurzen, stumpfen Schrauben jeweils 2-mal hier reindrehen. Das kann man entweder mit einem normalen Schraubendreher machen oder wie in meinem Fall einen Akkuschrauber verwenden, den ich für den Möbelaufbau gerne auf die Drehmomentstufe 5 stelle, dass wirklich alle Schrauben gleich stark angezogen sind. Wenn unsere Schienen passen, benötige ich mal 2 solche großen Holzzwiebel und die kann ich mal ganz einfach hier in die mittleren Löcher auch schon hineingeben. Ich verwende übrigens bewusst kein Holzleim, da ich meinen Schwingtisch jederzeit wieder auseinanderbauen können möchte. Und falls doch, dann einfach hier so einen kleinen Tropfen mal von dem Holzleim draufgeben. Danach einfach mit einem Hammer so weit hineinklopfen, bis es vom Geräusch her so klingt, als ob der Holzzwiebel ganz drinnen ist. Die Seitenteile kann ich danach auch schon umdrehen und jetzt brauche ich noch 4 solche Plastikfüße und diese kann ich dann auch schon hier unten in die entsprechenden Bohrungen einmal hineinklopfen. Danach können wir unsere beiden Seitenteile auch schon mit der großen Platte verbinden und hierbei muss man eigentlich nur darauf achten, dass diese große Platte eine unschöne Seite hat, die auf die Rückseite natürlich schauen sollte und eine schöne weiße Seite, die nach vorne zeigt. Und bei den Seitenteilen muss man dann darauf schauen, dass diese, ich würde mal sagen, Schiene bzw. die Nase auf jeden Fall auf die Rückseite hinter zeigt. Und dann geht es darum, dass wir natürlich die Stockschrauben mal ordentlich durch diese Bohrlöcher hindurch bekommen und der Holztübel, der muss danach natürlich auch in die große Platte hineingehen. Auf der anderen Seite gehen wir dann natürlich genauso vor. Diese schwarze Befestigung, die müssen wir jetzt noch richtig rum mit der Einkerbung nach hinten auf unsere Stockschraube von vorn hinauf geben. Danach noch die passende Mutter zur Hand nehmen und das Ganze nämlich auch schon mal per Hand schauen, dass es auf jeden Fall anpackt. Bei mir schaut es super aus und danach können wir es auch schon ordentlich mit dem richtigen Schlüssel festziehen. Falls du Kinder oder Haustiere zu Hause hast, musst du das Ganze bitte unbedingt an der Wand befestigen, da dieser Schminktisch doch relativ leicht mit offener Schublade umfallen kann. Und hierfür einfach mal diesen Haken mit der langen Seite jetzt halt nach unten schauen, hier hintergeben. Da ist auch schon so eine kleine Bohrung, da können wir das Ganze nämlich mit dieser kleinen Spitzenschraube und einer Beilagschraube ganz einfach festdrehen. Dasselbe Spiel natürlich auf unserer anderen Seite hier hinten auch und später dann einfach den Schminktisch an die gewünschte Stelle geben, da hinten einmal anzeichnen, in die Wand reinbohren, den mitgelieferten Dübel auch schon in die Wand hineingeben und wir können das Ganze auch schon ordentlich an der Wand festdrehen. Im nächsten Schritt benötigen wir mal diese 3 Winkel, die haben hier vorne noch so eine kleine Plastiknase und dann habe ich nämlich auch schon meinen Schminktisch mal richtig hingedreht. Das ist jetzt aber in meinem Fall die Rückseite und auf die andere Seite zeigt die Vorderseite, denn das hat einfach den Sinn, dass bei der Glasplatte hier oben 3 solche Löcher sind. Die müssen unbedingt auf die Rückseite zeigen. Die Glasplatte habe ich übrigens auch schon sauber gemacht und dann können wir das Ganze nämlich auch schon mal ordentlich ausrichten und diese 3 Haken jetzt mit der Plastiknase nämlich in diese 3 Löcher hier hineingeben, dass wir es danach auch ordentlich bei unserer Platte hier hinten festschrauben können. Hierfür brauchen wir diese 3 kleinen Schrauben mit dem etwas größeren Kopf und dann geht es wie gesagt darum, dass wir mal die Glasscheibe ganz nach vorne drücken, so dass unsere Haken wirklich hier hinten ordentlich dran sind. Schaue natürlich auch, dass links und rechts der gleiche Abstand ist, dass diese Platte einfach schön ausgerichtet ist und wir können das Ganze einfach hier hinten 3-mal an unsere Rückwand dran schrauben. Nun wäre ein super Zeitpunkt, den Schminktisch an die Wand zu schrauben. Bei mir fällt das jetzt aber weg, weswegen ich auch schon meine Schublade aufbauen kann.
Hierfür benötige ich mal die zwei kleineren Holzhübel und diese zwei Schraubdübel. Und die Schraubdübel kommen einfach in diese kleineren Löcher hier außen rein und die Holzhübel in die etwas größeren Löcher bei unserer Vorderseite von der Schublade. Die beiden kleinen Seitenteile kann ich auch schon richtig rum aufsetzen. Hierbei nur darauf achten, dass diese Einkerbung hier hinten am Ende wirklich durchgehend ist. Und wir sollten auch schauen, dass natürlich hier außen dieses relativ große Loch auch nach außen schaut. Danach einfach aufstecken und auf der anderen Seite mache ich natürlich dasselbe Spiel auch. Danach brauche ich zwei solche Möbelverbinder hier, die haben vorne einen Pfeil und der Pfeil, der muss jetzt unbedingt bei unserem großen Loch nach unten zeigen und danach kann ich das Ganze mit dem Schraubendreher auch schon circa eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn festdrehen. Den Schubladenboden können wir danach auch schon ganz einfach von oben einmal hier hinein fädeln. Müssen natürlich auch schauen, dass hier in der Mitte das Ganze in unserer Einkerbung drinnen ist. Und danach geht es einfach darum, dass wir noch dieses relativ lange Bauteil auch wieder mit der Einkerbung natürlich bei unserem Schubladenboden hier hinten richtig rum aufsetzen. Und wir können es jeweils mit zwei solchen Plastikschlagdübel von hier außen einmal noch festklopfen. Damit der Schubladenboden am Ende noch etwas stabiler ist, haben wir hier noch vier solche kleinen Plastikbauteile, die einfach hier unten so eine kleine Nase haben und diese Nase können wir anschließend auch hier zwischen dem Boden und unserem Schubladenaußenteil einklemmen. Hierbei müssen wir jetzt eigentlich nur darauf achten, dass wir unsere Schublade auf jeden Fall mal dritteln sollte. Meine ist zum Beispiel jetzt genau 1,06 Meter lang, weswegen ich mir hier vorne mal eine Markierung bei 35 cm und bei 70 cm mache und dasselbe Spiel natürlich hier hinten auch bei 70 und bei 35 und da kommen jetzt insgesamt diese vier Teile hinein, die ich danach natürlich auch ordentlich festschrauben kann. Als nächstes kann ich meine Schublade auch schon umdrehen, meine Filzeinlage einmal hineingeben und wir können unsere Schublade auch schon in den Schminktisch einsetzen. Hierfür fahre ich meine Schienen am besten mal auf beiden Seiten aus, dann können wir nämlich hier hinten bei unserer Schublade auch schon so ein kleines Loch erkennen und dieses Loch müssen wir jetzt einfach mal hier hinten in den kleinen Haken hineinbekommen und wenn es auf beiden Seiten drinnen ist, dann können wir vorne diese Schublade auch schon ganz einfach nach unten in den Haken hier vorne hineinplumpsen lassen. Das schaut doch schon mal ziemlich gut aus und jetzt sollten wir aber bitte unbedingt noch hier oben einmal den Spalt kontrollieren, ob unsere Schublade auch gerade sitzt. Falls sie nämlich nicht gerade sitzen sollte, dann können wir das Ganze auf beiden Seiten hier außen auch noch etwas verstellen. Hierfür die Schublade einfach mal leicht nach oben heben und wir haben hier vorne so eine kleine Plastikschraube, die jetzt einfach meine Schublade nach oben hebt, beziehungsweise wenn ich es natürlich in die andere Richtung drehe, wieder nach unten runterfallen lässt. Und wenn es dann aber alles richtig eingestellt ist, dann benötigen wir mal noch so eine spitze Schraube hier und können die Schublade hier vorne auch schon mit der Schiene befestigen. Auf der anderen Seite habe ich die Schublade natürlich auch noch fixiert und jetzt können wir am Ende auch noch nach Belieben solche passenden Organizer hineingeben und somit haben wir dann auch schon unseren IKEA-Malm-Schminktisch richtig aufgebaut. Wenn du dir für zu Hause auch so einen Schminktisch, passende Organizer oder natürlich auch so einen starken Akkuschrauber hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.